wenn was gemacht wird, dann entsteht Kunst. Ich mag seine Materialbilder eigentlich sehr gern, wo sich es ein bisschen auf die zweite Dimension beschränkt, weil das erstens eine strengere und engere Spielwiese ist, als wenn man den ganzen Raum zur Verfügung hat. Und zweitens, weil es fast ironisch immer mit einer aufgespannten Leinwand beginnt, die man dann aber praktisch nicht sieht, weil sie immer zugedeckt wird von Aluminiumblech, von Alufolie, von Acrylglasresten, von allem Möglichen, was er so findet. Er beschreibt seine Arbeitsweise ja sehr intuitiv als das Zusammenführen von zwei zufälligen Objekten und hat dafür den wunderbaren Ausdruck Ad-hoc-Synthese geprägt. Also diese Wandarbeiten sind sehr schöne Beispiele der Ad-hoc-Synthese und er malt ja auch zum Beispiel diese Bilder nicht mit Ölfarben und einem Pinsel, sondern mit zwei Komponentenkleber und Acrylharz. Also es unterscheidet sich schon massiv von allem, was wir sonst an Malerei kennen. Und das Materialbild hat ja eine lange Geschichte, das geht ein bisschen zurück bis Kurt Schwitters und dann über Rauschenberg bis zu ihm, wo er aber doch so eine sehr eigenständige Position gefunden hat, finde ich. Und das finde ich irgendwie spannend und interessant. Bruno Gironcoli ist wohl ein großer Außenseiter, was seine Rezeption auch entsprechend erschwert. Er ist schwer oder gar nicht einzuordnen. Er ist wirklich ein Monolith als Künstler. Und er war ungeheuer anspruchsvoll. Er erwartete von sich selber wirklich Neues zu schaffen. Für Gironcoli war das fast wie ein Motor. Der Umstand, dass es auch regelmäßig Dinge, die er entwickelte, auch gegossen werden konnten, dass wir sie vorfinanziert haben, dass also Dinge entstanden und Geld ins Haus kam, hat ihn eigentlich beflügelt. Es war wie eine Spirale hat sich das entwickelt und mehr und das auch noch und da und dort. Und im Prinzip, denke ich, ist das ein extrem wichtiger Vorgang. Denn wenn was gemacht wird, dann entsteht Kunst. Ausstellen und produzieren bedeutet, dass Kunst entsteht. Sonst entsteht vielleicht vieles nicht, weil es finanzielle Hindernisse gibt, weil es Lagerhindernisse gibt, weil es Produktionshindernisse gibt.